Ja, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, dann wollen wir das schon so konsequent wie möglich erreichen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache bei 6 Mann, was man auch lernt, gerade auch wenn man 2 getan hat, dass man sich irgendwo ins Gefüge einordnet. Perfektionistisch? Ja. Ich denke schon, ja. Ich denke, das ist aber jeder bei uns. Also, man ist ja nie zufrieden mit dem, was man hat. Wäre auch schade, sonst würde man sich nicht weiterentwickeln. Erste Band gefloppt, zweite Band gefloppt und dann zack, hatten wir die Idee zu The Bonnie Situation. Und da sind wir gerade dabei, dass das floppt. Und da sind wir gerade dabei, dass das floppt. Ja. Live, das war irgendwie noch nie eine Herausforderung so. Da sind wir immer wir selbst oft. Einfach die Haare zu schwingen und abzugehen und einfach die Songs zu spielen, die man selber auch mag, das macht halt einen Heidenspaß. Auf jeden Fall verbessert sich das Potenzial einer Band durch jeden Auftritt. Klar, da vorne stehen die Monitorboxen für die Füße und so. Da stelle ich dann auch mal einen drauf. Es ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man echt rüberkommt und wir sind auf einer sympathischen, mit einer sympathischen Art und Weise geschieden. Also das finde ich auch sehr wichtig, dass man einfach sein Ding durchzieht, trotzdem. Also dass man einfach trotzdem mit voller Energie spielt, auch wenn da 2, 3 Leute sitzen oder stehen, wie auch immer. Jedes Publikum reagiert anders. Also wenn wir in Berlin spielen, dann sind die Leute ganz anders drauf, wie als wenn wir jetzt hier bei uns spielen. Ne? Weil bei uns, da kennt man uns und da kennen die uns. Ne? Und dann geht man auf die Bühne und sagt Hallo und dann rasten die aus. Ja. Was die Musikstile angeht, sind wir überhaupt nicht eingleisig oder so. Im Grunde meines Herzens komme ich eigentlich aus der elektronischen Musik her. Irgendwie das der macht. Alex hat halt sehr viel Akustikgitarre am Anfang gespielt. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, E-Gitarre oder klassische Gitarre, würde ich mir, glaube ich, die klassische greifen. Hendry kommt aus dem Hip-Hop, also das ist sehr, sehr interessant. Andreas, auf jeden Fall der Mensch, der ein Rädchen im Getriebe ist. Und wir haben auch keine Scheu jetzt zu sagen, wir haben Hochachtung voreinander. Denkst du, ob man bei 1, 2 Stellen bestimmt schon hören könnte, als ich klassische Gitarre gespielt habe? Also es gibt, glaube ich, schon Leute, die mich auch gerade in den Anfangsjahren arg beeinflusst haben. Ich glaube zum Beispiel Pete Townshend von The Who war ein ganz großer Einfluss für mich. Auch weil der eben nicht so typisch war, von wegen viele Noten möglichst in ein Solo packen. Am besten einfach anhören. Das ist einfach gute Musik. Lieblingsstücke? Ne, eigentlich mag ich gar nichts von uns. Ich freue mich eigentlich mehr aufs Freibier als auf den Konzerten. Welchen Song ich selber sehr, sehr toll finde vom Spielen her, ist der Monachitas. Monachitas ist halt schon ein sehr schlagzeuglastiger Song. Also ich denke mal, jeder von uns hat auf jeden Fall den Ansporn, besser zu werden. Ich habe, glaube ich, kein bestimmtes Ziel jetzt. So. Es gibt Gitarristen, die finde ich gut. Und ich würde auch gern so spielen können wie die, aber ich will natürlich auch meinen individuellen Stil behalten. Nee, also von den Texten her bei uns, da bin ich eigentlich derjenige, der da das Sagen hat. Also ich finde das eigentlich immer doof, sich erklären zu müssen. Das wäre genauso, wenn man bei der Musik erklärt, also da kommt jetzt ein E-Moll, weil das da jetzt traurig werden soll. Ne? Elia Asso, mi bravo. Typischer Sänger, meiner Meinung nach, ist eine Zicke. Meistens. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, weil ein Sänger meistens halt über seine Gefühle spricht und sich halt offenbart. Also das ist halt so, dass man dem Sänger noch am meisten in die Seele gucken kann. Was wir alle haben, ich glaube, da spreche ich jetzt für die Band, ich weiß das aber gar nicht, ist, glaube ich, dass wir versuchen wollen, natürlich mit der Bonnie Situation ganz nach oben zu kommen. Also aufgeben gibt es schon mal gar nicht.
SOS.